verwies der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, der Islam fing fremd an und er wird fremd werden in der Zukunft, so wie er angefangen hat. Also, Tuba ist ein Baum im Paradies für die Fremden. Da wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, wer sind denn die Fremden, o Gesandter Allahs? Da sagt er, diejenigen, die versuchen zu verbessern, wenn die Menschen schlecht werden. Möge Allah uns einsetzen, um die Menschen zu verbessern. Und in einem anderen Wortlaut heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Tuba für die Fremden. Da wurde er gefragt, und wer sind die Fremden, o Gesandter Allahs? Da sagte er, Menschen, die bessern, also die eben zum Guten aufrufen, die wenig sind mitten in vielen Menschen. Wer sich ihnen widersetzt, ist mehr oder sind mehr als die ihnen folgen. Also es ist eine Minderheit. Deswegen heißen sie die Fremden. Das sind Menschen also, die sind gut und rufen zum Guten auf. Das heißt, sie begnügen sich nicht nur damit, dass sie selbst gut sind. Nein, nein. Sie sind nicht passiv, sondern sie rufen zum Guten auf. Sie ermahnen die Menschen, klären die Menschen auf. Also allgemein machen Da'wah, was heutzutage leider sehr selten gemacht wird. Hast du eine Person, mit der du Da'wah machst?